Ich bin da drauf. Oh, ich hab gleich keine. Ich bin da drauf. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Käfer am Montag, so wie jetzt die letzten 20 Jahre. Montag sauber. Der Ablauf ist eigentlich wie immer, wir fangen um der halbe 9 Uhr, das heißt die ganzen Marktstände aufgebaut sind. Wir haben auch das Programm, wie immer. Das ist ein Bullenschätzen, das macht unser Mitglied, der Dr. Klug, der ist leider heute nicht da, weil er arbeiten muss. Das ist das hier wie wir. Dann erwarten wir zwischen 1 und 1:30, eher 1:30, unser Ehrengast. Das ist der Herr Söder, der sicherlich das eine oder andere zu sagen hat. Dann haben wir natürlich Marktstandort da, das ist leider, vielleicht auch Hans wissen, leider immer ein bisschen witterungsabhängig. Jeder, der war im Käferloh am Montag schon war, weiß das auch. Ist ein schönes Wetter, sind viele da. Ist in der Früh kreislich, gehen wir es halt nicht so mal in der Käferloh am Montag an sich. Das ist halt eine Veranstaltung davon, sagen wir mal eine, bis dann 4, 5 geht. Und es ist halt einfach so, dass man in der Zeit die ganzen Dinge, die man halt sagen will, unterbringen. Sehr gute Gäste da. Jeder kommt so kurz wie es geht mit seinem Strohhalm. Es macht Spaß im Käferloh zu sein. Und so wird es halt im Leben heißt, man sieht sich immer zweimal. Wir waren damals 2013 da und der Rieger hat uns gefragt, du machst es uns heuer wieder. Da haben wir gesagt, okay, für einen Tag, da wird zwar nichts rauskommen unten, außer vielleicht eine schwarze Null, wenn wir Glück haben, wenn die Käferloh einen richtigen Durchschnitt bringen. Aber wir machen es da, obwohl wir auch schon angesprochen haben, zwei Zwiebeln bei uns laut. Großer Dank auch an die Augustiner Brauerei, die uns da logistisch unterstützt, die uns mit Garnituren und dem ganzen festzählten Inventar da auch aushilft. Wir kriegen ein Holzfasselbier, so wie es in Bayern gehört, und darauf sind wir auch stolz, dass wir das auch begleiten, sage ich einmal, entsprechend der Tradition ausrichten können. Das ist uns auch eine Ehre, dass wir das 1050-jährige, glaube ich, oder? Das ist sozusagen ein halbes Jahrhundert Jubiläum, das wir heuer auch mit begehen dürfen. Und ich denke auch, dass der beste Redner mit Herrn Söder politische Nummer ist, die auf Käferloh passt, und ich werde das zu Wort bringen, was man heutzutage in Bayern wahrscheinlich auch hören möchte und auch hören muss. Für uns ist ein Tag, sage ich jetzt einmal, der uns bestimmt auch Spaß macht. Wir nehmen unsere Emotionen mit nach Hause und schauen, was dann nächstes Jahr rauskommt, wenn der Rieger wieder sagt, ihr habt es gut gemacht, dann können wir vielleicht nächstes Jahr wieder mitbauen, wie sich das Ganze da auch entwickelt, sage ich jetzt einmal, ob da ein Wirt kommt, der dann sagt, nein, ich mache es auch selber. Das werden wir dann sehen im nächsten Jahr. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten 13 Tage, dann ist es soweit. Und dann legen wir da draußen ein gescheites Festival, jeder sagt, das passt. Und zum Bier, ich fülle mal das Bier, kostet 8,90 €. Das ist vielleicht auch noch wichtig für euch. 8,90 €, ja. Es gibt auch Händel, Leberkäs und so Geschichten, was halt im bayerischen Bierzelt erwartet wird. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es alle kommt, dass ihr einmal vorbeischaut und auch ein Maß trinkt bei uns, vielleicht ein bisschen Brotzeit macht. Und dann wünsche ich dem Fest einen guten Verlauf.